Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, noch sind wir auf Datumir, aber nicht mehr lange, hier mal das letzte Mal aufgehört, ne? Und mal schauen, wo es uns gleich hin verschlägt, mal ein bisschen mit den Leuten quatschen hier. Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist ein wahrer Experte, wenn es um Technik geht. Er hat bisher jedes Problem der Mantis im Handumdrehen gelöst. Mich überrascht nur, dass er draußen auf Datumir ist. Nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt. Da muss ich es ihr doch zeigen. Das ist faszinierend. Du musst mir zeigen, wie man Pilot wird. Wow, eins nach dem anderen. Erst Wartung, dann Flugstunden. Vielleicht. Bis jetzt habe ich noch nichts versprochen. Grease bereit für eine Datumir-Tour? Du machst Witze, oder? Er würde nicht lange durchhalten. Hör auf die Schwester der Nacht. Ich verzichte dankend drauf, Kleiner. Ich bin zwar ein Spieler, aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit. Vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause. Ja, ist eine gute Idee. Echt? Lateran? Ich denk drüber nach. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal dort war. Das fände ich selbst ganz schön. Naja. Grease? Ich hoffe, der Kleine kriegt das hin. Grease? Bist du okay? Oh, Cal! Ich habe mit meiner Pflanze gesprochen. Ich verstehe schon, das hat dich jetzt verwirrt. Du sorgst dich um deine Pflanzen? Sprich sogar mit ihnen. Hey, die sind gestresst. Manche mag es vielleicht härter machen, aber Pflanzen gehen davon ein. Sie werden durchkommen. Und falls nicht, könntest du sie dann zurückbringen? Vielleicht. Und nur, dass das klar ist. Ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden. Ach. Dann solltest du mich nicht ärgern. Muss noch was? Bin beschäftigt, Kerl. Okay. Ich bleibe hier. Ich muss nicht noch weitergehen. Sehe ich auch so. Okay. Du hast nichts zu sagen, aber du, ne? Sehr. Worüber denkt ihr nach? Wie still es hier ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Grease nicht an Bord ist. Hä? Oder was anderes. Da ist er doch. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde ich die Räume mit der Musik meines Halligset erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen, wenn alles vorbei ist? Warum nicht? Gerne. Ich würde gerne ein wenig nachdenken. Jo, mach mal. Du, nix. Okay, gut. Ach, apropos, was machen eigentlich unsere Pflanzen? Mal schauen. Okay. Ja, haben wir noch viele, viele nicht gefunden, so wie es aussieht, ne? Heieiei. Oh, ein Bonsai. Okay. Ja, da fehlen noch einige. Mal gucken, vielleicht fehlen wir noch welche. Gut, also Datumir wäre fürs Erste, fürs Zweite und fürs Dritte erledigt. Jetzt guck mal, wo müssen wir hin? Wo muss nach Wohin? Bogano? Bogano, glaube ich, ne? Wohin? Ja, ich glaube, wir müssen nach Bogano. Ich meine, auf Kashyyyk, da lag ja auch noch dieser eine Sternzerstörer, ne? Da waren wir auch noch nicht drin, aber... Ey, komm, wir machen jetzt mit der Story weiter. Bogano, genau. Komm, fliegen wir da hin. Weißt du, BD, ich bin kein schlechter Koch. Jetzt geht das wieder los. Ich sag doch nur, ich bin kein schlechter... Koch vielleicht? Ich hab das schon gehört. Steuern Sie einfach nur das Schiff. Natürlich, natürlich. Aber falls Sie Ihre Meinung ändern, ich habe da dieses Rezept von meiner Urgroßmutter daheim auf Lateron für einen unfassbaren Eintopf. Ganz was Feines. Der Trick war die Geduld, mit der sie ihn zubereitete. Man muss den Schörkschmorbraten vom Vorabend langsam weitergaren, die Brühe den ganzen Tag lang ziehen lassen und frische Zutaten vom Hof dazugeben. Oh, sie war was Besonderes. Der Krieg hat uns viele Vertraute genommen. Aber wir sind noch hier. Vergessen Sie das nicht, Grease. Danke. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Jojo, ich mach ja schon. Aha. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, also,
Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Und wieder auf Pogano. Okay. Wahrscheinlich alle draußen, ne? Gehen wir mal gucken. Naja, da steht unser Grease schon. Na? Hey! Ja? Moment! Ja, was denn? Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich von Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur, wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Jo, danke. Danke. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt... Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, das hast du schon gesagt und... Und du lebst noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen's alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja, ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Wenn du ein gefährliches Monster siehst, töte es, bevor es mich tötet, okay? Ja, mach mal. Und? Marin? Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Na toll. Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Naja, gut. Entschuldige, ich will dich nicht von der Mission ablenken. Gut. Aber quatschen müssen wir unseren Leuten doch. Hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Ich schaff das schon hier. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß.
aber trotzdem vorsichtig. Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Okay. Alle beide. Passt auf euch auf. Ja, machen wir. Okay. Waren wir hier unten eigentlich schon? Muss ich jetzt gerade sehen. Kann mich gar nicht erinnern. Ah, hallo, Kleiner. Was? Oh, hallo. Wo geht's denn lang? Hallo. Huch, Entschuldigung, wollte dich erschrecken. Okay, hüpf an Bord. Was? Okay. Was war denn das? Was? Bocklinge fährt erhalten. Hä? Haben wir einen Bockling an Bord? Du hast einen Bockling als blinden Passagier an Bord. Sieh dich auf der Mantis um und ein Blick auf den Blablabla warst du schnell. Konnte ich lesen. Ja, cool. Ist der jetzt auf der Mantis, ja? Die Kugel und die Halterung von Sepho. Was macht man damit? Ja gut, ist ja nur klar, ne? Das Ding muss da oben rein irgendwie. Nett. Okay. Jetzt rollt er außen dran vorbei. Ach du Scheiße, der muss diese Rampe hoch da oder was? Ach du Kacke. So kriege ich nicht da rein, oder? Ja, ich glaube, so geht's nicht. Ja. Nein, das war aber zu weit. Ich brauche keinen Hinweis. Es ist eindeutig, was man da machen muss. Was bedeutet? Na, komm. Nein. Ah, Mann. Zwar eindeutig, aber nicht einfach. Komm, da ist eine gelbe Kiste. Ich will die gelbe Kiste haben. Ich sehe es auch von hier aus. Komm, jetzt aber. Komm, ja, komm. Nein! Was mache ich denn, ich Doddel? Was mache ich denn? Jetzt komm, hopp. Komm rum. Ja. Ah, jetzt geht er wieder dahinter. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, verdammt. Ich will nicht die ganze Folge jetzt ja Google schubsen, Mann, verdammt. Gibt's doch nicht, ey. Nein, es ist ja wieder hinter. Gehst du jetzt mal da hoch? Zu weit, oder? Na. Och komm, das war doch fast. Mensch. Veräpple mich doch nicht. Na. Oh! Mann! Gibt's doch nicht, ey. Verdammt. Oh, entschuldigt Leute, dass es so lange dauert. Mann. Nein. Bleib mal ruhig hier. Komm. Da hoch. Stückchen weit. Na, es war wieder zu weit. Ach Gott. Komm, jetzt kann eigentlich so schwer sein. Das gibt's doch nicht. Na, das war wieder. Ich sehe schon, das werden hier 30 Minuten Kugel geschubse.
Mann. Gibt's doch nicht, ey. Komm, wir hatten schon genug Kugel geschubst in dem Spiel. Jetzt lauf, 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 lauf. Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt aber, komm. Jetzt, komm, hopp, hopp. Ja, ja, ja. Oh, komm, du warst doch fast drin. Du warst doch fast drin. Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt geh doch da rein. Scheiße. Entschuldigung. Meine Herren, ey. Jetzt rollt er da außen vorbei, oder was? Ach Gott. Ist doch ein Schmu. Kriegt man die echt nicht von hier vorne rein? Nee. Keine Chance, oder? Ja, dann bleibst du doch nicht da liegen, oder? Ja, da weiß man, was man machen muss, und man kriegt es nicht auf die Reihe, ne? Kann doch nicht so, kann doch echt nicht wahr sein. Weißt du, das ist so stark. Oh Mann. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid, aber ich will das jetzt hier schaffen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Na, wieso macht der immer so stark da hin, Mann? Schub's doch mal sachte. Nicht so schwer sein, oder? So, jetzt komm. Nein, 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 nein! Ich verzweifle gleich. Ich verzweifle gleich, echt. Jetzt komm, komm, komm. Ja, ja, komm. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt flieg rein. Flieg rein da. Nein. Nein. Ja, jetzt liegst du da hinten oder was? Das glaube ich ja nicht, ne? Das glaube ich ja nicht. Ja, ich stelle mich wahrscheinlich gerade wieder mega dumm an hier. Geh da rein. Du sollst da reingehen. Gibt's da nicht, ey. Ja, ja, komm. Ja, 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 jetzt komm. Ja, ja, komm, komm. 2 Zentimeter noch. Nein. Ja. Oh Gott, nach 10 Minuten oder so. Meine Herren, endlich doch. Aber ich wollte die gelbe Kiste haben, da ist nämlich ein Sim drin. Sieht gut aus, Kumpel. Junge, 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 ey. So, jetzt nochmal 6. Ja, gab's eigentlich sonst irgendwas? Jo, Geheimnis entdeckt. Schön. Toll. Halbe Folge hier verbraten. Wegen dem Hab nichts gesagt. So, jetzt aber komm auf zum Gewölbe. Aber schnurstracks. Hallo. Neues Ziel. Ja klar, Gewölbe. Was denn sonst, ne? Ja. Wat, 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 wat? Ja, mach dich locker. Nein, nein, langsam. Da kommen wir irgendwo hoch, ne? Da auch nicht. Nee. Hüpf.
rüber? Doch, oder? Hep. Hup. Ja, also geht doch. Oh, hallo. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Oh, da ist Kiste. Die holen wir noch. Heppa. Heppa. Glaube ich's denn? Komm schon, Kumpel. Du findest immer gute Sachen. Schön. Gab's denn noch irgendwo eine Kiste? Ah, guck da hinten auch. Hüpfer, hüpfer. Ja, die kann ich ja nicht stehen lassen, aber das geht nicht. Geh da rein, Kumpel. Was hast du da? Was ist das? Lichtschwertmaterial. Na ja, toll. Okay. Kommen wir da rüber? Hüpf, hüpf. Gibt's. Ah, Moment. Wie die springen. Ah, guck. Eine Statue mit Blick auf das Gewölbe. Schön, schön. Ich spüre, der Ort wurde mit Bedacht gewählt. Da gibt's nichts, wa? Nee. Okay, okay. Schau mal. Aha. Hm. Schon ein bisschen wieder rüber. Hey, BD! Was? Wo war er denn? Hast du was gesehen? Hm? Hm? Ah, guck! Ist eine hübsche Ergänzung für das Terrarium. Na ja, klar. Gut, okay. Gut aufgepasst, BD. Hätte ich jetzt übersehen. So, wir müssen auf jeden Fall zum Gewölbe. Was? Noch was gefunden? Bockling. Ah, schön. Hatten wir die schon gescannt? Na gut. Offensichtlich nicht. Na ihr? Was wollt ihr denn hier da? Und du? So. Das ist eine Liane. Wo können wir denn da hin? Ah, da oben ist auch eine Kiste. Ah. Geht das, wenn ich da jetzt die Hüpf mache? Ah. Okay. Nochmal einen anderen, nochmal einen besseren Hüpfer. Okay, also. Alle. Na, ich hab doch. Ja, die Folge ist gleich vorbei und wir haben noch nichts gemacht hier. Na, geht doch, so wollte ich das. So wollte ich das. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Da war wirklich was drin. Neue Mentes-Lackierung, Republik. Aha, okay. War nicht schlecht. Irgendwas Interessantes? Mein Freund, ich habe eine merkwürdige alte Kugel gefunden. Okay, schön. Alles klar. Kommen wir da jetzt dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah doch, ah, guck, geht. Schwein gehabt. Oh. Nein, nein, ich will jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Habe ich keine Lust mehr. Ich will jetzt zum Gewölbe. Manu. Noch so einer. Ja, ja, ist okay. Ich spüre was Seltsames. Echt? Okay. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Aha. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Mhm. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Okay, also noch kurz vorher nochmal speichern. Beziehungsweise meditieren. So, war doch hier, ne? Und los, BD.
Kraxa. Kraxa ist das dunkel. So, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich würde da das Ding, ne? In der Mitte. Ja. Das ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Aha. Ja, sehen wir nach. Okay, okay, okay. Ein Spiegel. Aha. Interessant. Oh. Ach je. Okay, 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 okay. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Aha. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Ja, ist ja fast wie auf der Erde. guck mal. Da ist uns sehr vor, hä? Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Mhm. Okay. Ah, da ist das Holocron. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Aha. Ist ja geil. Okay. Gib mir doch voll die Gänsehaut. Hallo, du. Aha. Geil. Das ist ja echt geil gemacht. Sorry, Freunde, aber die Folge wird, glaube ich, wieder ein bisschen länger. Da kann die jetzt nicht binnen drin aufhören, das geht ja nicht. Was? Jünglinge fangen, den Rest umlegen. Was? Schnell, weiterfeuern. Ach du Schande. Das ist echt cool gemacht, muss man sagen. Geil. Huch. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis. Brücke vor. Ach du meine Güte. Boah, da kriegst du echt Gänsehaut, ne?
ausschwärmen. Da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich. Oh je. Krass. Ja, da wohl eine Vision, ne? Wie es sein kann, wenn er das Holocron mitnimmt. Eine mögliche Zukunft. Ergib dich, okay. Dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Oh. Auf die Knie. Was? Schande. Okay. Ach herrje. Gefoltert, du meine Güte. Heieieiei. Ganz toll. Sind wir selber zum Bösen geworden jetzt oder was? Heftig. Puh, heftig, heftig, heftig. Ah, ich denke mal, das Holocron hat uns wohl eine mögliche Zukunft gezeigt, wie es ausgehen könnte, ne? Oh, verdammt. Vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Na, dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Na toll. Okay, dann wollen wir mal. Schwache Technik. Oh, huh?
trainiert. Verdammt. Hierher, BD. Ich brauche Hilfe. Oh, so knapp. Ich werde es genießen, dich zu eliminieren. Was? Okay. Guter Trick. Na toll. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Oh. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Trilla. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht. Trilla? Was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. So war das also. Tja, Solokron ist weg. Verdammt. Okay. Eine Inquisitorin wird geboren. Mhm, schön, toll. Verdammt. Gut. Zum Wurbel zurück. Nochmal kurz meditieren. Ah, toll. Sturmtruppen. Schluss jetzt mit lustig. Mal zurück zum Schiff hier. Kommen wir denn da hin? Das
ist kein Feind. Ich muss mich nur konzentrieren. Ja, tut mir leid, Leute, dass die letzten zwei Folgen jetzt irgendwie immer so lange gehen, aber da kann man nicht mittendrin aufhören, oder? So, jetzt sind wir wieder hier. Sir, ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Mhm. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Ach, die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Okay. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Hm? Ich habe einen Jedi bei mir. Ah, okay. Die Kanzler wieder. Was macht die jetzt? Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Ja, mein Lieber. Inquisitorenfestung, da müssen wir jetzt wohl als nächstes hin. Oha, das klingt nach ziemlich viel Ärger. Huh, ja, das war aber ganz schön heftiges, ne? Da ist die Vision, puh, dann der Kampf mit der Thriller. Heieiei, ja, jetzt sind wir zum Jedi-Ritter geschlagen worden. Ist doch geil, oder? Bin schon gespannt, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Ich hab am Anfang der Zeit, Anfang der Folge nicht so viel Zeit verplempert mit dieser Kugel. Da wären wir ja fast am pünktlich fertig geworden. Okay, aber ich wollte halt die Kiste haben. Ich musste halt da den Stim viel mehr wollte ich haben aus der Kiste. Okay, meine Lieben, dann machen wir an der Stelle jetzt mal Schluss. Hat lang genug gedauert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Aiden Hobbs.